Heute geht's mal wieder um FPS. Und damit sind nicht First-Person-Shooter gemeint, also zumindest nicht nur, sondern Frames per Second. Also Bilder pro Sekunde, die eine flüssige Darstellung von Spielen ermöglichen. Viele von euch sind inzwischen stolze Besitzer der neuen starken Konsolen, sei es die PlayStation 5 von Sony oder die Xbox Series X von Microsoft. Dieses Hardware-Upgrade gegenüber der letzten Konsolengeneration hat bei immer mehr Spielen ermöglicht, was PC-Spieler schon lange gewohnt sind. Das Spielen mit 60 statt 30 FPS. In manchen Fällen und mit kompatiblen Displays sind auch 120 FPS drin. Immer öfter lese ich nun, dass Leute nicht mehr zu 30 FPS zurück wollen oder können und es inzwischen sogar als unangenehm empfinden. Wir schauen uns in diesem Video an, wie der aktuelle Stand der Entwicklung ist, bei welchen Systemen immer noch 30 FPS zu finden sind und was wir in Zukunft erwarten können. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass das Thema eine sehr individuelle Geschichte ist und jeder FPS unterschiedlich wahrnimmt. Wenn ihr mehr über die Basics zu dem Thema erfahren wollt, empfehle ich euch das verlinkte Video zu FPS, Hertz, V-Sync, VRR und Co. Beschwerden. Einige werden sagen, dass das hier übertrieben ist. Aber ich will doch mal einige Ansichten über niedrige Bildraten wiedergeben. Damit sind in der Regel 30 FPS gemeint. Da einem immer mehr Konsolenspiele die Wahl lassen, ob man lieber mehr oder weniger FPS haben will, kann man gut vergleichen. So berichten einige, die zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla auf der PS5 mit 60 FPS gespielt haben, dass ihnen der 30 FPS Modus auf einmal komisch vorkommt. Geradezu ruckelig. Ähnlich ging es mir mit Assassin's Creed Odyssey, während ich Valhalla gespielt hatte. Ich hatte einfach keine Lust, es mit 30 FPS zu spielen. Ich war wohl schon wieder zu verwöhnt. Es ist ohne Frage das mega First World Problem, aber ich freue mich dennoch, dass es angegangen wird. Denn tatsächlich hat Assassin's Creed Odyssey ein Next-Gen-Patch mit 60 FPS erhalten, was mich wiederum dazu gebracht hat, mir noch DLC für das Spiel zu kaufen. Selbst bei Assassin's Creed Origins aus dem Jahr 2017 wird laut Ubisoft geprüft, 60 FPS möglich zu machen. Zusätzlich profitieren einige ältere Spieler auch von dem Microsoft FPS Boost Programm auf der Xbox. Tolle Sache, aber dennoch gibt's natürlich noch viele, viele 30 FPS Spiele, speziell von der letzten Konsolengeneration. Das ist der absolute Wahnsinn! Einen Begriff, den ich jetzt häufiger in Zusammenhang mit 30 FPS lese, ist Janky. Es lässt sich schwer übersetzen, heißt aber sowas wie unterlegen oder komisch im schlechten Sinne. Meist wird das damit begründet, dass die Steuerung sich nicht so direkt anfühlt. Alles irgendwie langsam oder verzögert wirkt. Tatsächlich ist das nicht nur ein Gefühl, denn durch weniger FPS werden unsere Eingaben auch erst später auf dem Display dargestellt. Das ist aber nicht bei jedem Spiel gleichermaßen problematisch. Was auch einige Leute nicht ausstehen können, ist 30 FPS mit Motion Blur. Was beim Zusehen in Videos noch völlig okay ist, beim Selbstspielen aber sehr stören kann. Meist soll hier eine niedrige Bildrate kaschiert werden. Das Ganze soll cineastischer sein. Sehr ausgeprägt war das zum Beispiel bei Uncharted 4. Mit einem späteren Patch konnte man es niedriger stellen. Hier bemängelten dann wiederum einige, dass es zwar besser aussehe, dafür aber ruckeliger wirkt. Obwohl die Bildrate ja die gleiche geblieben ist. Die Lösung sind natürlich mehr FPS. Wie man es aktuell mit der Remaster-Fassung des Spiels auf der PS5 erleben kann. Prioritäten. Wer eine aktuelle Konsole hat, wird in letzter Zeit immer wieder vor die Wahl gestellt. Möchte ich zum Beispiel im Spider-Man Remaster das schärfste Bild, das möglich ist, also eine dynamische Auflösung mit 4K-Ziel und alle Effekte wie Raytracing genießen, mich dafür aber mit 30 FPS abfinden? Oder möchte ich den Performance-Modus nutzen? Auf Raytracing und etwas Auflösung verzichten, dafür aber reaktionsfreudige, flüssige 60 FPS bekommen? Spider-Man bietet inzwischen sogar noch eine dritte Option, nämlich noch etwas an der Auflösung zu sparen, dafür aber 60 FPS und die wunderhübschen Raytracing-Spiegelungen zu erhalten. Ich freue mich über diese Optionsvielfalt, die natürlich nicht so weit geht wie am PC, einem aber je nach Vorliebe die Wahl lässt. Bei mir sehen die Prioritäten so aus. Erstmal möchte ich eine flüssige Bildrate, wobei ich bei den meisten Spielen mit 60 FPS zufrieden bin. Dann möchte ich eine schöne Grafikqualität und zuletzt noch die höchste Auflösung, die damit eben möglich ist. So ist es der Raytracing Performance Modus bei Spider-Man, den ich wähle. Auch Uncharted 4 bietet auf der PS5 3 Modi an.
nämlich 4K mit 30 FPS, eine Auflösung um 1440p mit 60 FPS oder eine Full HD Auflösung mit 120 FPS. Hier entscheide ich mich wiederum für 1440p mit 60 FPS, da mir die Bildrate für so ein Spiel völlig ausreicht und ich 120 FPS im Tausch für den Bildschärfeverlust nicht möchte. Dennoch ist es super, dass es so eine Option gibt. Ein Mitarbeiter von Digital Foundry fand für sich diese 120 FPS Version am besten. Ich freue mich über die 60 FPS, die für mich aus dem tollen Action-Game Uncharted 4 jetzt auch noch einen reaktionsfreudigen Shooter machen. Denn Ballern mit 60 FPS empfinde ich als wesentlich angenehmer als mit 30 FPS. Der Multiplayer war übrigens schon auf der PS4 mit 60 FPS möglich. Und wem das mit den FPS wiederum alles nichts ausmacht, wählt eben die 4K-Auflösung und freut sich über ein knackscharfes Bild. Konsolenbesitzern sollte auch für zukünftige Releases klar sein, dass 4K, Raytracing und 60 FPS in den meisten Fällen nicht zusammen möglich sein wird. Ich konnte das am PC bei Guardians of the Galaxy mit meiner RTX 3080 Grafikkarte zwar erreichen, aber auch nur mit DLSS, einer tollen Technik von Nvidia, die auf Konsolen leider nicht zur Verfügung steht. Es wird auch auf den Konsolen immer wieder Fälle geben, wo man keine Wahl hat und sich mit dem anfreunden muss, was die Entwickler entschieden haben. The Medium läuft zum Beispiel auf der Xbox Series X und PS5 nur mit 30 FPS. Und das ist auch kein großes Drama, da das Gameplay größtenteils eher gemächlich ist. Das gleiche beim Microsoft Flight Simulator. Lediglich bei schnellen Flugzeugen wäre ein Performance-Modus schon nett. Dying Light 2. Auch das neue Dying Light bietet dem Spieler verschiedene Optionen auf den High-End-Konsolen an. So gibt es einen Auflösungsmodus, der nah an 4K sein will und auf 30 FPS setzt. Soweit so normal. Eher enttäuschend sind allerdings die anderen zwei Modi. So gibt es einen 60 FPS Performance Modus, der allerdings nur in 1080p Auflösung läuft. Auch der Quality Mode, welcher Raytracing bietet, schafft nur eine Full HD Auflösung und auch wiederum nur 30 FPS. Bessere Optik kostet eben Performance. Im Fall von Dying Light 2 ziemlich viel Performance. Hier hätte man sicherlich noch etwas optimieren können. Immerhin ist auf der Xbox Series X bereits die Möglichkeit reingepatcht worden, VRR zu nutzen und so auch von mehr als 60 FPS auf kompatiblen Fernsehern Gebrauch machen zu können. Die Xbox Series S. Als die Series S beworben wurde, war noch recht großspurig von einem Leistungsziel von einer 1440p Auflösung und 60 FPS gesprochen worden. Doch auch wenn ein paar Spiele das schaffen, war schon zum Launch klar, dass das in den meisten Fällen eher unrealistisch ist. Auch wenn die Series S über einen starken Prozessor verfügt, so sind Grafikeinheit und RAM deutlich schwächer als bei dem großen Bruder und eher auf Gaming mit Full HD ausgelegt. Das sollte auch für viele kein Problem sein, denn einen 1440p Fernseher gibt's nicht und wer ein hochauflösendes Display besitzt, sollte ohnehin eher zur Series X oder PS5 greifen. Dennoch läuft Cyberpunk 2077 mit dem Next-Gen-Update mit einer Auflösung bis 1440p, allerdings nur mit fixen 30 FPS, wo es auf den stärkeren Konsolen wieder Optionen gibt und auch 60 FPS möglich sind. Es wird wohl kein wundern, dass Dying Light 2 auf der Series S nicht in 1440p mit 60 FPS läuft. Es gibt anders als bei der Series X auch hier keine Grafikoption. Weder 4K noch Raytracing werden angeboten. Stattdessen gibt's eine 1080p Auflösung mit 30 FPS, die immerhin stabil gehalten werden können. Auf den alten Konsolen liegt die Auflösung übrigens bei 864p mit niedrigen Qualitätseinstellungen. Neben dem klaren Fokus auf niedrigere Auflösung bei der Series S sollte dem potenziellen Käufer auf jeden Fall bewusst sein, dass hier auch immer mal wieder Spiele nur 30 FPS unterstützen werden. Ja, die Konsole kann 120 FPS und ja, sie kann sogar 4K ausgeben, aber sie hat nun mal nicht so viel Leistung mit an Bord. Handhelds. Apropos wenig Leistung. Bauartbedingt haben mobile Systeme in der Regel auch ein gutes Stück weniger Leistung. Das Steam Deck macht da trotz insgesamt sehr konkurrenzfähigen Spezifikationen keine Ausnahme. Und obwohl die Displayauflösung, die mit 720p der Switch entspricht, eher niedrig ist, sollte man nicht damit rechnen, jedes High-End-Spiel mit 60 FPS spielen zu können. So wird das bei Dying Light oder Cyberpunk 2077 eher schwerlich klappen.
Mit ein bisschen Tweaking in Richtung niedrige Settings lassen sich aber zum Beispiel Doom Eternal oder Shadow of the Tomb Raider auch mit 60 FPS spielen. Bei dem kleinen Bildschirm braucht man aber zum Beispiel auch keine hochauflösenden Texturen, sodass das visuelle Erlebnis auch auf Low durchaus überzeugen kann. Control soll hier auf niedrigen Einstellungen zum Beispiel noch ziemlich gut aussehen und kommt im Schnitt auf 60 FPS. Das Steam Deck könnte aber auch einige PC-Enthusiasten dazu bringen, über weniger als 60 FPS nachzudenken, um das ein oder andere Spiel auch auf dem mobilen Gerät zum Laufen zu bringen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Spiele gibt, bei denen es nicht so tragisch ist, ob man nur mit 30 oder 60 FPS spielt, weil hier nun mal nicht so schnelle Bewegungen gefordert sind. Auch auf der Switch gibt es nach wie vor reichlich 30 FPS Spiele, was ohne Frage der geringen Hardwareleistung geschuldet ist. Millionen haben aber Spiele wie Breath of the Wild gespielt, ohne dass ihnen der Kopf abgefallen ist. Und auch das neue Pokémon Legenden Arceus ist trotz bescheidener Grafik und FPS, die sich laut Tests mitunter sogar im einstelligen Bereich bewegen, mega erfolgreich. Ja, Grafik ist nicht alles und FPS natürlich auch nicht, aber ich persönlich hoffe dennoch, dass Nintendo bei der nächsten Hardware-Generation einen deutlichen Sprung macht. Mit der PS5 und Xbox Series X bin ich jedenfalls sehr zufrieden, was Preis-Performance angeht. Es lohnt sich, sofern man in eine um den empfohlenen Preis ergattern kann. Aber auch die Switch, Series S oder auch Last-Gen-Konsolen sind völlig in Ordnung, wenn man nicht so ein verwöhnter Snob ist. Was die Preis-Leistung für höhere Bildraten angeht, hinkt der PC aufgrund der immer noch sehr hohen Grafikkartenpreise aktuell leider etwas hinterher. Aber PC-Spieler, die etwas mehr FPS oder Auflösung als auf den Konsolen wollten, mussten eigentlich schon immer etwas tiefer in die Tasche greifen. Luxusprobleme eben. Wie steht ihr zu dem Thema? Könnt ihr gut mit 30 FPS leben oder müssen es immer 60 oder mehr sein? Bei welchen Spielen ist es euch besonders wichtig? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!